Winkel kann so einen draufhaken, kann so hinten draufschlagen, genau. Und bei dem anderen genau das gleiche. Eigentlich geht es uns beim Angeln ja hauptsächlich um die Gewässerpflege. Aber diesmal wollten wir ein paar richtig coole Sachen finden, um für euch ein cooles Video rauszuhauen. Und Enrico hat uns eingeladen, um an zwei benachbarten Brücken zu angeln. Und das nehmen wir natürlich an und haben dieses coole Video für euch gemacht. Viel Spaß! So Leute, willkommen zu einem neuen Magnetfischen-Video auf unserem Kanal. Wir sind in Schwedt bei Enrico zu Besuch und sind jetzt bei dieser Brücke, wo er auch noch nie war, und gucken, was wir hier so finden. Wir hoffen natürlich, etwas richtig Cooles zu finden heute. Und ihr könnt auch gerne bei Enrico mal vorbeischauen. Der hat auch sehr viele coole Magnetangeln-Videos gemacht. Und wenn euch unsere Videos gefallen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Dann verpasst ihr keine neuen Videos von uns. Und jetzt sagen wir viel Spaß. Was dran, ne? Der erste Wurf, der erste Treffer. Mal gucken, was mitkommt. Oh. Ich dachte kurz, es wäre ein Schwert. Das wäre natürlich cool. Schade. Oh, lecker. Enrico hat was. Und was ist es? Stück vom Eisenträger. Okay. Cool, der nächste Fund. Wir haben wieder was Großes. Ziemlich schwer. Scheiße, das ist schwer. Kriegst du es hoch? Ja, ich sehe es noch nicht. Nee, dann lass uns ja noch mal so. Was ist das denn? Ich hab da ein Boot. Ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Wir haben ein Fahrrad. Das heißt ein Haken. Ja, halb unten. Bei deinem Sohnemann ist der Haken. Schick mal jo. Die Jugend runter. Schick mal die Jugend runter. Ey. Ach, wie alt bist du, wollte ich mal fragen. Ey, wir holen uns den Haken. 41. So, wir haben, wie gesagt, das Fahrrad. Ich hab den Haken geholt. Gucken wir mal, wo hängt's. Ja. Ich komme mal näher zu euch. Sieht man? Da ist es, genau. Scotty lässt den Haken jetzt runter. Gucken wir mal, ob wir es irgendwo gut erwischt kriegen. Wo ist denn sinnvoll? Na, am besten am Rad irgendwo. Am Rad oder am, Rad oder am Rahmen. Na, wo du möchtest. Einfach rangehen. Okay. Genau, sobald es am Haken hängt, melden wir uns wieder. Ich übergebe mal die Kamera an Lionel. Dann kann er eine Runde filmen für uns. Oh, du Kacke! Na ja, bitte, ich übernehme. Was ist das? Das ist doch kein Fahrrad. Soll ich dir helfen? Na, alles gut, Marco. Okay. Und falls ihr die Fahrradberge aus einer anderen Perspektive sehen wollt, schaut doch gerne bei Enrico S. vorbei. Der hat das nämlich auch gefilmt. Und im Hintergrund seht ihr wie immer unser Auto mit dem großen Anhänger. Dass wir den Schrott auch mitnehmen. Wir müssen jetzt mal helfen. Wir holen euch wieder, wenn wir es raus haben. Oder schaffen die das? Wir können ja mal gucken. Ja, sie sollten es schaffen. Kommst du ran? Ja. Sehr gut, sie haben es. Warte, ich mach direkt Feuer los. Losziehen. Ekmanisch. Anker kann langsam hoch. Warte, ja. Zieh mal. Ja. Okay, wir haben es. Wir zeigen euch das gleich nochmal genauer. Weil ich sag mal, keiner schmeißt sein Fahrrad, oder geklaut oder irgendwas. Ja, wahrscheinlich. Ja. Na, okay, das war schon ein ziemlich großes Teil. Eisenhoch. Und da ist der gerade? Ja, ja.
Mal gucken, was er hat. Ja, nix leider. Ja, schade, ist nichts dran. Wir hören euch beim nächsten Fund dazu. Gucken, wie ihr seht. Glaubt ihr? Ja. Ja. Sieht komisch aus. Das sieht aus wie ein Stoßdämpfer oder sowas. Im Auto. Haha. Oh, ist ja geil. Nein, darf ich nicht. Hat dein Haus geklaut. Nein. Was haben wir jetzt? Enrico, was fährst du für ein Auto? Caddy. Bitte? Oh, wir haben den Hummer das Haus geklaut. Was ist das? Was ist ein Hummer? Ach, ach Gott, hier. Siehst du mittags? Ist ja süß. Stoßdämpfer oder was? Ah, das Haus geklaut. Jo, Stoßdämpfer. Nehmt mit, mein, schönen Dank. Am Team macht's Gottchen. Nehmt mit, jemand frei. Ihr seht mich hier gerade? Ja. Hallo? Hi. Bin ich? Hallo. Ja. Wir haben Spiegel gefunden. Wir haben Spiegel gefunden. Könnt ihr uns auch mal sehen. Cool. Ja, mit einem Teilplatz hinten dran. Ja. Was? Ach du Scheiße. Das ist ein fetter Stahlträger. Mit einer Stange. Sehr gut, wir haben ihn. Sehr gut, Papa. Hab ich feiern gemacht? Ja. Ey, du willst dich ja wohl wissen. Ich bin so schnell, die Scheiße. Ich hab ihn direkt gemacht. Ja. Was? Warum findet Enrico immer die besseren Sachen? Ein riesengroßer Schraubenschlüssel. Hätten wir auch gerne. Manu, klaus uns alles. Stell dich auf. Wir haben Mondfeld dran. Mit Blumenschild noch drauf, ne? Oh, das ist schwer. Ja, wir müssen jetzt das Rechenstück vorkriegen hier. Nicht abfallen. Ey, mit Typenschild noch drauf hier. Ey, warte, ich hab fest. Rahmen nochmal. Guck mal, was hat das? Ja, Motor und Rahmen. Also, ein bisschen die Fass kriegst. Du fällst nicht ab, Enrico. Alter. Und? 1, 2, 3. Was? Ist das, Papa? Oh. Mach mal Magnet nach, Achtung. Wir ziehen jetzt rüber. Liegt schon eine Weile auf jeden Fall. Ja. Man kennt doch genau von welcher Seite. Er war's. Enrico hat sie gefangen. Enrico ist schuld. Schöne Skulptur, schön mit Muscheln. Ja. Hier in Schwedt. Pack mal vernünftig weg. Ja, auf jeden Fall. Das ist leider passiert. Wir haben die Polizei schon angerufen. Wir haben ein Flugabwehrgeschoss gefunden. Das ist natürlich doof, weil wir den Tag jetzt hier bei Enrico leider abbrechen müssen. Ist zwar schade, aber das ist schon riesig. Wir müssen den Tag leider abbrechen. Aber die Polizei ist auf dem Weg. Sie hat ein Flugabwehrgeschoss. Das linke ist also nicht mehr, das können wir uns ins Auto packen. Linke können sie uns auspacken, sagen sie hinten draufschlagen, genau, und bei dem anderen genau das gleiche. Was hinten, solange man. Nein, also hinten ist das Schwarzpulver noch drin, oder? Ja, klar, das Plättchen wie bei euren Kugeln natürlich auch.
Die können den Eimer auch mitnehmen, wenn es ihnen lieb ist. Dann sind sie in ihrer Personsaufgabe. Wenn sie den nicht brauchen? Nee, na klar. Nehmen wir mit, ja. Haben wir immer einen bei zur Sicherheit, genau für solche Aktionen. Muss ja nicht sein. Und andere ist nur eine Schreckschusswaffe, aber bevor sie irgendwie dann landet, man weiß ja nie, was damit gewesen ist. Wollt ihr die Motorradarm auch haben oder sollen wir den für euch entsorgen? Ich weiß halt gar nicht. Den ins Auto packen. Ins Auto kommt der nicht. Jetzt wieder stinkt. Ach doch komm, vor auf den Schoß. Ja, nicht in unserem Auto. Ja, um den Motorradrahmen, der hier beim Magnetfischen gefunden wurde, der würde besser in euer Auto passen als in euer Auto. Ja, da sagt noch irgendwie, glaube ich, dran. Das war's mit dem heutigen Video. Musste ja ihn leider spontan abbrechen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like und ein Abo da. Schaut gerne bei Enrico und bei uns vorbei. Ja, die Polizei steht noch da hinten. Ja, schaut gerne bei Enrico auch vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bei Spotty. Danke.